Einen wunderschönen guten Morgen von Bord der MSC Seaview, ihr Lieben. Ja, wir sind in Civitavecchia angekommen, allerdings gehen wir heute nicht von Bord, sondern wir machen heute aus Civitavecchia unseren ganz privaten Seetag, denn auf der Route ist ansonsten kein Seetag vorgesehen. Und was macht man am Seetag? Man schaut sich das Schiff an und genau das werden wir jetzt mit euch machen. Viel Spaß bei unserer kleinen Schiffstour. Thank you.
ihr Lieben, ihr habt es ja gerade eben selber gesehen, die MSC Seaview ist ein wirklich tolles Schiff geworden. Für uns geht es jetzt gleich zum Abendessen ins Bedienrestaurant und es gibt mir die Gelegenheit, mal ein paar Worte zum Thema Food Waste zu sagen. Wir waren heute Morgen zum Frühstück im Buffet-Restaurant und neben uns saß eine Familie, die sich einen Teller voller Essen nach dem anderen auf den Tisch gestellt hat. Viel gegessen haben sie davon nicht und am Ende blieb das alles stehen und musste entsorgt und vernichtet werden. Und das ist auch deswegen traurig, weil die Reedereien seit geraumer Zeit große Anstrengungen zur Vermeidung von Food Waste unternehmen. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Es gibt Monitoring-Programme für den Bedarf an Proviant. Es gibt die Kontrolle des Essensrücklaufs, wo man schaut, wie viel ist verbraucht worden, wie viel muss das nächste Mal produziert werden. Es werden kleinere Teller in die Buffet-Restaurants gestellt. Also man tut von Reedereiseite sehr, sehr viel, um das Problem in den Griff zu bekommen. Das nützt aber alles nichts, wenn Passagiere sich so verhalten, wie eben diese Familie heute Morgen und das Essen verschwenden. Von daher unser Appell an euch, wenn ihr an Bord seid und ein Buffet-Restaurant nutzt, dann ladet euch bitte auch nur so viel auf, wie ihr essen könnt. Ja, jetzt aber genug zum Thema Food Waste. Wir schauen mal, was es zu essen gibt. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant. Das war wirklich sehr, sehr lecker heute Abend. Ja, und jetzt geht's für uns noch in die Show. Wir schauen uns Animalia an und euch nehmen wir natürlich mit. Viel Spaß! Ihr Lieben, und zurück aus der Show Animalia. Und ihr habt es ja gerade eben selber gesehen, das war eine rundum gelungene Production-Show mit wirklich tollen Gesangseinlagen, einem ausgesprochen stimmungsvollen Bühnenbild und wirklich fantastischen artistischen Einlagen. Tja, und das war's dann auch für heute. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo. Ja, und dann geht's morgen für euch und für uns in Cannes weiter. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.